Sag mal, man hat viel mit Menschen zu tun. Ich sag mal, Originale aus Hamburg natürlich, vom Schlipsträger bis zum Penner, aber alle gut drauf, uns gegenüber sowieso. Und das ist der Reiz, so, finde ich. Das ist das Interessante. Ja, mit dem Aufstehen wird man sich schwer dran gewöhnen, aber wenn man es ein paar Jahre macht, Viertel nach vier klingelt der Wecker. Irgendwann hat man das dann auch drauf. Ja, wenn man dann hier ist, dann läuft der Tag irgendwann mal ruckzuck, weil so viele Eindrücke auch dabei sind. Macht Spaß. Eine tolle Sache, wenn man mal so sagt. Müllwagen gleich Holzsitze. So, das ist ja eigentlich das, wo man so gedacht hat, na gut, der ist nur für Müll, also braucht man auch nicht drauf achten, was für Technik dort drin ist. Aber man ist schon drauf eingegangen und hat gesagt, okay, die Jungs sind im Straßenverkehr tätig und wir müssen doch Technik einsetzen. Also das Fahrwerk und die Lenkachse, das ist das, also Plus, Illig Plus. Und genauso ist es mit den Automatikgetrieben. Das ist das, was, wo wir sagen, Mann, das ist eine klasse Sache. Und das wird immer wieder verbessert. Also das sind wirklich Errungenschaften, wo die Kollegen auch alle sagen, starkes Ding. Die Übersicht als Fahrer ist wesentlich besser geworden, weil man sitzt viel tiefer. Wenn man so durch enge Straßen oder so fährt, hat man natürlich auch die parkenden Fahrzeuge besser im Auge. Mit der Falltür das Ein- und Aussteigen für die Kollegen. Wir brauchen keine Stufen nach oben steigen, sondern einfach nur rein und sitzen dann drinnen. Also bis jetzt habe ich keinen Kollegen gehabt, der mitgefahren hat, der sich da nicht sofort drinnen wohlgefühlt hat. Man hat gleich alle gesagt, Mann, das ist ja gigantisch, wenn man hier sitzt. Also ich fühle mich unwahrscheinlich wohl in dem Auto. Beim Wettbewerb da draußen, egal Regen, Schnee etc., wir hauen die Mister weg, auf Deutsch gesagt, haben wir keine Angst vor. Und das akzeptieren die Menschen, das sehen die täglich. Und das macht echt Spaß.